Hallo liebe Menschen, heute soll es um Goji-Bären gehen, das Superfood. Das ist der Triaterra-Videoblog. Hier geht es um EM, effektive Mikroorganismen, um Terra-Preta-Produkte und um Themen zur Begrünung der Erde. Und heute um Goji-Bären, das Superfood. Voll ausgestattet mit Vitamin C, mit B-Vitaminen, mit, das kann man an der Farbe schon sehen, Carotinoiden. Machen wir mal hier ein paar Früchte. Diese leuchtend orangen-roten Früchte. Schon fast abgereift jetzt. Wir haben gerade ein Kilo geerntet. Aber die schmecken immer noch sehr gut. Wir haben eine milde, süße Variante, würde ich auch empfehlen. Jawohl. Ganz bisschen bitter im Nachgeschmack, sollen ja Inhaltsstoffe ohne Ende haben, also man isst die jetzt nicht wie Erdbeeren schalenweise, aber mal eine kleine Handvoll kann man davon durchaus essen im September, wenn sie reif werden, vielleicht Ende August bis September, bis Ende September, so sind die in der Ernte. Und man sieht schon, Mensch, die haben aber eine Wuchskraft, die wuchern hier raus, die Triebe, 2-3 Meter lang, kommen hier diese langen, langen, stacheligen Triebe mit diesen lanzettförmigen kleinen Blättern. Die Hummeln sind dran, oh guck, Hummeln und Wespen sind dran und bedienen sich. Ja, sind da noch Blüten? Nee, die fressen die Früchte. Das ist ja auch interessant, dass die Hummeln sich hier an den Früchten noch bedienen. Und die Wespen und die anderen Insekten, aber das scheint auch nicht verkehrt zu sein. Und es ist ein sogenannter invasiver Neophyt. Warum das eigentlich ein Neophyt sein soll? Er ist als gemeiner Boxdorn bekannt in Deutschland und auch weit verbreitet. Wobei die bei uns in Deutschland einheimischen Sorten jetzt typischerweise nicht so gut essbar sind. Die Kultursorten kommen überwiegend aus China, wo das eben als Superfood angebaut wird. Es gibt auch giftige Varianten, die gibt es aber nicht im Handel. Also wenn man jetzt ganz normal im Handel die Pflanzen kauft und da eine süße, milde Sorte kauft, dann hat man da gar keine Gefahr. Wenn man die irgendwie vom Deich oder vom Straßenrand ausbuddelt und einpflanzt bei sich, dann kann da auch mal ein etwas höherer Wirkstoffgehalt drin sein, der blutverdünnt wirkt oder so, den man nicht mit Medikamenten zusammen einnehmen sollte. Aber die Kultursorten sind eigentlich komplett ungefährlich. Und gut essbar. Ja, und die vermehren sich wie der Teufel. Also es ist wirklich es war kein wirklicher Neophyt in Deutschland, aber durchaus eine Pflanze, die sich sehr gerne an Straßenrändern, an Bahndämmen, auf aufgelassenen Kiesgruben oder so ansiedelt und schnell die Lücken füllt, die der Mensch reißt und wieder für Bedeckung sorgt und sich auch eben wahnsinnig schnell hier durch Ausläufer in verschiedensten Variationen vermehrt, hier einfach mal aus dem Boden neben der Hauptpflanze hier, die man auch schon aufspalten könnte in mehrere Pflanzen, haben sich jetzt noch 3-4 weitere kleine Pflänzchen gebildet in den letzten 4-5 Jahren. Vor 4-5 Jahren haben wir die gepflanzt. Also die ersten 1-2 Jahre muss man sie ein bisschen pflegen, mulchen, vielleicht mal ein bisschen Terra Preta Bokashi daneben eingraben, aber dann heißt es nur noch kontrollieren, schneiden, schneiden, schneiden. Gucken, dass sie sich nicht ewig überall ausbreiten und sich am besten irgendeine Unkrautecke suchen, weil so richtig schön werden sie nicht, wachsen ungleichmäßig, kreuz und quer. Also die jetzt in irgendeine schöne Form zu bringen, dürfte schwierig sein. Genau, das ist die Goji-Beere. Lithium barbarum, der gemeine Boxdorn. Und diese Pflanzen hier, die sind 4-5 Jahre alt und nicht übermäßig gepflegt. Wir richtig wussten wir gar nicht, was wir damit machen müssen. Jetzt müssten die mal, jetzt der Große hier vor allen Dingen, aber auch die anderen müssen mal gut zurückgeschnitten werden. Und wir haben über ein Kilo Goji-Beeren geerntet. Also wir sehen ja noch ganz viele dran, also wir hätten 2 Kilo ernten können. Aber so ist das im Garten, so soll es sein. Man hat immer doppelt so viel, wie man braucht.
Und der Rest ist für die Vögel und für die Natur und für die Nahrungsmittelsicherheit. Wenn man es denn mal tatsächlich braucht, hat man es da. Also ich stehe nicht auf dem Standpunkt, alles muss verarbeitet werden, alles muss noch irgendwie geerntet werden oder so. Nein, es darf durchaus auch was zu Boden fallen, es darf was verrotten. So ist das in der Natur vorgesehen. Der Überfluss ist da und dem Überfluss sollten wir auch bedienen. Und wenn man da mal ein schlechtes Jahr hat, dann hat man immer noch genug. Das ist eigentlich die Botschaft dabei. Genau, wir haben es also geerntet. Martina, unsere neue Gärtnerin, und hat dann auch gleich einen Tomatenchutney, eine Tomatensoße und Marmeladen damit gemacht. Da machen wir gleich nochmal, zeige ich gleich nochmal die Ernte und das Kochen und die Dosen. Und ich zeige auch nochmal, dass es auch das Superfood Goji-Beeren ganz teuer im Reformhaus zu kaufen gibt. Aber warum sollte man die in Gottes Namen teuer kaufen, wenn die wuchern wie Unkraut und in jeder Unkrautecke eigentlich wunderbar wachsen können im Garten? So, das ist der zweite Schritt zum Tomaten-Goji-Beeren-Chutney. Hier sehen die Zutaten. Ingwer. Haben wir hier Ingwer, Martina? Ingwer, Zwiebeln, Tomatenmark. Tomaten natürlich aus meinem Garten, zum Teil schon geschält. Die Goji-Beeren, 500 Gramm glaube ich, ne? Genau. Und dann geht's los. Und dann sind schon eingeweicht in... mit Essig und Olivenöl. Genau. Und das wird jetzt gekocht. Wie lange? Eine Stunde. Eine Stunde. Und dann haben wir Goji-Beeren-Chutney. Da freue ich mich schon drauf. Los geht's. Ja. 5 Euro im Sonnenangebot kann man Goji-Beeren 100 Gramm getrocknet im Bio-Supermarkt kaufen. Aber wozu eigentlich, wenn wir die so einfach und gut anbauen können bei uns im Garten? Hat mein Schwager mal mitgebracht, Ursprungsland China. Ja, das ist nicht nötig. Das können wir auch selber. Und das haben wir da draus gemacht. Apfel-Goji-Beeren-Marmelade. Und Tomaten-Goji-Beeren-Chutney, schön gewürzt. Verkoste ich gleich nochmal. Und den 1 Liter Tomatensauce mit Goji-Beeren, mit einer Überdosis Goji-Beeren habe ich ganz alleine am Wochenende aufgefuttert. Eine Überdosis Vitamin C und Carotinoide. War lecker. So, noch kurze Verkostung. Tomaten Goji-Beeren Chutney. Apfel Goji-Beeren Marmelade. Schauen wir mal. Absolut. Mit genug Zucker geht alles. Doch, die Goji-Beeren schmeckt man auch. Die Marmelade. Der Chutney. Ja, noch ein bisschen Schärfe rein. Das passt sehr gut. Lecker. Okay. Das Goji-Beeren, also eine wunderbare Unkrautpflanze, die Sie, wenn sie einmal da ist, schwer wieder kaputt kriegen. Ab und zu mal mit EM sprühen,
am Anfang ein, zwei Jahre lang mit Therapreta Bokashi versorgen, aber ansonsten wachsen lassen irgendwo in der Ecke und sie werden belohnt mit schönen Zutaten für ihre Küche. Guten Appetit!